Ja, herzlich willkommen zum Oldtimer-Projekt und los geht's. So, wir müssen noch mal ein bisschen kalken, glaube ich. Dann fahren wir mal wieder meinen Eicher los heute. Weil wir haben ja einen schönen Kalkstreuer gekriegt. Oder auch Düngerstreuer. Da müssen wir ein bisschen kalken. So, ankoppeln. Und los geht's. Dann los. Oh, der Treckerlieferung wieder. Ist ja Wahnsinn. Große Lieferung. Da aber hingehen. Ja, Mahlzeit. Mahlzeit. Ja, schick, schick hier. Was hast du hier? Komme aus Deutschland gerade. Ist ja Wahnsinn. Bei Fendi-Wung abgeholt. Sind ja sogar noch fast neue. Ja. Gedinger, wa? Auf jeden Fall. Da kann man was mit reißen. Jeden Fall. Nicht schlecht. Ah, guck mal, der Fuchs kommt auch an. Der hat doch sowieso schon Fan. Der interessiert sich bestimmt dafür. Stimmt. Mahlzeit. 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 Oh, was in Deutschland? Ja. Hast du letzte von erzählt, ja? Ja. Ja. Was Neues geholt. Also einen neuen Tieflader und einen LKW? Ja. Oder Na, aber wenn Geld. schon, hat er alles geholt, ne? Ja. Also ich weiß, wo das Geld hängen bleibt von uns. Ja, auf jeden Fall. Wenn nicht er der beste Verdiener ist, ne? Ja. Ja. Ja, unser eins nümpelt hier mal nur ein paar Kröten auf dem Konto rum und der hier, der fährt einmal nach Deutschland und kauft sich einen dicken Anhänger, LKW und zwei Schlepper, ey. So Verrückt. ist das. Naja, so muss das, genau. Oh, ja, paar. Hast du einen Kundschaft schon dafür oder ist mal Vorführer? Oder. Vorführer. Ja. Wollte gerade sagen, bis ich mir so ein Ding da leisten kann, das dauert auch noch ein paar Tage. Ja, ich auch noch nicht. Ich glaube, der Lohner ist der Erste, der das Ding haben will zum Ja, Vorführen. der ist ja nach dir, sag ich mal, der Nächste, der das ganze Geld zugesteckt bekommt. Ja. Also, welche, die auch Biogas betreiben, die kriegen immer mehr. Ja, genau. Ja, die Biogasanlage, die steht momentan still, die wird restauriert. Ja. Ist das so auch schon ein alter Tümchen? Ja. Echt? Restauriert? Muss restauriert werden. Ja, Dicker, gucken. dicker. Mehr Leistung. Oder meinst du renoviert? Ren Aufgerüstet? aufgerüstet und renovieren. Ja, das hört sich besser an. Die Fahrsilos werden fertig gemacht. Achso. Ja gut, wenn die älter sind, das entspricht ja heute nicht mehr der Norm. Deswegen. Ja, bevor so eine Mauer einbricht, ne? Ja gut. Muss ja nicht sein. Das stimmt. Ja. Na gut. Und sonst, Micha, was machst du so den Ja. ganzen Tag? Ich bin gerade Feld 11 am Krubbern, aber ich habe auch gesehen, da liegen deine Ballen noch, gell? Ach jo, die muss ich auch noch reinholen. Ja, ich Ja, wollte ich sehe gerade deine kalken, Bilder. aber das kann ich ja halt gerne nachmachen. Da wusste ich gerade sehe, gell? Du, ich hab vom Lohner gehört, der hat bei dir gefragt wegen Baugenehmigung, gell? Ja, genau. Was hast du damit zu tun eigentlich noch? Ich wurde jetzt dafür beauftragt oder be ernannt, dass ich mich der Sache annehme, eben auch. Ach so, also Weil quasi für der, uns zuständig hier sozusagen. genau, ja, weil der Vorgänger von mir nicht mehr im Amt ist, der ist leider ausgewandert. Und da habe ich dann, weil ich das auch so nebenbei früher mal gemacht habe, habe ich gesagt, ja, ich mache das jetzt mit und dann gucken wir. Ja, guck mal. Haben wir auch schon mal einen hier, der Ja. öfter mal in der Nähe ist, aber auch nicht weit weg wohnt. Da kann man ja eben schnell vorbei. Ja, klar. Man muss ja nicht dann Wochen warten oder Ja, das hört sich super an. je nachdem, was du haben willst. Ja, Oder genau. was ihr haben wollt, sagen wir so. Das ist richtig. Ja, gut. Wann hast du Zeit zum Besprechen? Wenn, ja, nach deinem Namen kalken. Ja, dann kann ich mich ja melden, dann kannst du vorbeikommen. Ja. Guck mal, dann bin ich auch für so weit durch mit dem Felder. Probern und flügen. Okay. Das schon irgendwann noch bestellt, aber das mach ich dann danach irgendwann. Ja, alles klar.
Alles klar. Ja, Hey, gut. dann melde dich und dann gucken wir weiter. Mach ich. Und Tobias muss mal weiterfahren, sonst blockiert er meine Einfahrt hier. Ja, ich fahre. Ich Tschüss. will dich ja nicht loswerden, ne? Aber kennst du ja, arbeiten muss ich ja auch. Ja. Tschüss. Alles So, klar, ciao. arbeitende Leute sollen mit aufhalten, heißt das ja. Richtig. Und du kommst da auch nicht raus, ne? So ist das ja. Nee, ich hab nur gesehen, die Lieferung, da habe ich gedacht, ich fahr mal gucken, was hier los ist. Ach, neugierig war er. Extra Ist ja auch gehupt hat neugierig er. Ja, gewesen, extra deswegen. gehupt hat er ja bei mir auch. Ja. Also, das habe ich auch von Weitem gehört. Hab ich halt, was ist denn da los? Muss ich mal gucken. Ja, ist richtig. Na gut, so, ich wollte Nee. jetzt ein bisschen Kalk aufladen und Macht das, ein wir bisschen kalken. melden uns, gell? Naja. Jo, ich melde mich, wenn ich fertig bin. Die Ballen, soll ich die umkrubbern oder was? Oder nur das krubbern, wo ich jetzt dran komme? Der Rest mache ich ja später. Nach dem Gespräch hole ich die vom Feld. Ja, gut, okay, machen wir so. Machen wir die Reihenfolge: Kalken, Ja. Gespräch, Ballen holen. Ja, gut. Da bleiben wir mal so. Jo. Gut, dann bis später, gell? Wenn du das, Ja. kannst du dich melden. Jo, mach Tschö. ich. Tschö. Ja, tschö. So, Tor wieder zu ihr. Und dann wieder zum Schlepper. Nein, nicht zum Schlepper. Warte, wir wollten Frontlader. So war's. Wir müssen halt ja den Frontlader aufladen. Weil wir das letzte Mal das aus Versehen aufgeladen hatten mit Kalk. Und jetzt muss das Ganze natürlich wieder mit Frontlader eingeladen werden. Ah, ich habe wieder gut geparkt und auch gut die Schaufel versteckt. Alles im Weg und die Schaufel hinterm Haufen gelegt. Ja, super. So. Da müssen wir auch vorsichtig durch den Kalk fahren. Das soll aber nicht schaden, denke ich. So. Das hat ja geklappt. Ah, Schläuche müssen auch noch dran machen wieder. Nein, hier müssen wir es hin. Auch nicht, auf der anderen Seite, oder was? Na, nochmal gucken. Ja, jetzt haben wir ihn. Muss man nochmal an- und abkuppeln, dann ging es. Na, ganz schön vorsichtig hier sein. Ja, läuft rein. Das ist top. Ja, mal gucken, wie leicht er denn jetzt vorne wohl wird. Mit dem schweren Kalk da. Da muss er sich ja schon bald anstrengen. Na, so. Ah, noch hält das. Zwei Schaufeln fast, das ist gut zu wissen. Oh, dann können wir erstmal los dümpeln, sage ich jetzt mal. Na, das geht sogar noch vom Gewicht vorne. Bodenkontakt hat er noch, das reicht mir. So, das Tor aufmachen. Und los geht's. Hat das Ding auch noch Schläuche? Ich glaub's ja nicht. So, ah, der streut schön breit. Das ist ja meine Arbeitsweite. Da kann man ja richtig was mit werden, du. Das ist schick. Sieht aus, als wenn es geschneit hätte.
Aber Verbrauch hat er. Das ist ja Wahnsinn. Ist ja gleich schon wieder leer. Muss ja gleich mal gucken, mit dem LKW mal losfahren und was holen. Weil immer hier so kleine Schüppkes hier mit dem Geräteträger, das lohnt sich ja gar nicht. So. Hab nicht mal eine Runde geschafft, ungefähr. Eine halbe Runde. Na gut. Fahren wir wieder zum Hof. Wieder befüllen. Das geht ja schnell alle. Das ist ein ganz schöner Verbrauch. Ich weiß gar nicht, was hat er denn überhaupt gekostet gehabt, die Ladung, ey. Da weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, ich stelle mal so hin. Ich glaube gar nicht schlecht so. So, noch den kleinen Shit da vorne auch noch. Dann haben wir doch eigentlich alles safe, würde ich behaupten. Na toll, das hat ja geklappt. Mich gar nicht. Ach, auf den zweiten Versuch. Jetzt hat es geklappt. Super. Und ein bisschen an die Seite stellen. Ach ja, hier sind ja noch die Hühner. Hühner wollte ich auch nochmal kaufen, Junge. Wenn ich Zeit habe. Aber erstmal müssen wir weiter kalken. Fahren wir mal andersrum diesmal. Dann machen wir eben die Ecke da. Dann haben wir das schon fertig hier vorne die Ecke. So viel haben wir nicht mehr. So. Waren wir am Hof, nehmen uns den LKW und holen uns erstmal eine große Fuhre. Dann wollen wir was holen. Ach, immer das Tor aufmachen. Ich glaube, ich lasse jetzt los die Tore, ey. Auf geht's. Ich habe die Einfahrt gefunden diesmal. Diesmal habe ich den Weg gefunden.
Ich werde immer besser. So, da sind wir schon am Kalklager. Das erste war das, ne? Ja. So. Ja, meine lieben Freunde, wie es dann weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Und lasst einen schönen Abo da, ein Däumchen wäre schön und die Glocke immer aktivieren. Das freut mich. Bis dahin, euer Da Capo und tschüss.